heute um KV-Arbeit in der Pfarrei, was gemeinsam und was vor Ort. Dazu werden Sie jetzt dann gleich einen inhaltlichen Kompaktvortrag bekommen von Martin Simon. Dann erfahren Sie, wie das umgesetzt wurde, ist, wie man dahin kommt zu einem gemeinsamen KV in einer Pfarrei, die jetzt gegründet wird, in der Pfarrei Ammerndorf Groß-Habersdorf. Dafür ist Pfarrer Martin Schott da, der Ihnen den Weg vorstellt und auch das Modell, wie dieser gemeinsame Kirchenvorstand in dieser Pfarrei arbeiten will, soweit man das bis jetzt schon weiß. Dann wird es eine Breakout-Runde geben, die vor allem denen dient, dass Sie Ihre Fragen nochmal präzisieren und möglicherweise gibt es auch schon Fragen, die sich bis zu dem Zeitpunkt geklärt haben, aber dass Sie da nochmal Gelegenheit haben, in der kleineren Gruppe diese Fragen, die Sie haben, auch nochmal gut zu sammeln, damit im Anschluss im Plenum nochmal Zeit ist, hoffentlich so gut sortiert oder so viel wie davon möglich ist in der großen Anzahl von Menschen, die jetzt hier sind, diese Fragen zu beantworten und noch das eine und andere auszutauschen. Dann gibt es noch mal Hinweise, Rückmeldungen und Themenwünsche. Und dann sind die 2 Stunden, denke ich, auch gut gefüllt und Sie werden mit einem Segen in den Abend entlassen. Ich klicke jetzt noch einmal zurück auf das Bild, was Sie vorher gesehen haben. Die das letzte Mal da waren, haben diese 5 Türen der lokalen Kirchenentwicklung schon mal gesehen. Also das ist unser Orientierungsmodell, was wir entwickelt haben für die Arbeit in Regionen und für das, was notwendig ist, um Regionen gut weiterzuentwickeln. Wir sind heute da unterwegs, wo die 2 roten Pfeile sind. Also das Grundbild sagt ja aus, dass man durch jede Tür hindurch muss, wenn man Regionen entwickeln will, dass man auch bei den Türen mehrfach wieder vorbeikommt, dass es gut ist, die Frage am Anfang zu stellen, start with why, also sich dessen zu vergewissern, was eigentlich Aufgabe und Auftrag ist, was man als Kirche in der Region erreichen möchte. Und dass man dann eben, wenn man durch diese Türen abwechselnd durchgeht, bei der Frage vorbeikommt, was braucht es dafür für ein Gremium, wie arbeiten die Menschen in einem Kirchenvorstand zusammen und vor allem auch, welche Struktur und Rechtsform braucht es, also zum Beispiel eben die Pfarrei als eine Größenordnung, in der man dann auch mit Kirchenvorständen gut zusammenarbeiten kann. Diese beiden Türen sind es, die wir heute sozusagen miteinander begehen, Gremium und Struktur und Rechtsform. Ich klicke das nochmal kurz durch und dann gehe ich auch schon hinaus und übergebe auch gleich jetzt dann an Martin Simon, weil er uns hineinführt in alles, was man wissen muss zum gemeinsamen Kirchenvorstand oder eben nicht gemeinsamen Kirchenvorstand, sondern Arbeit mit Kirchenvorständen in einer Pfarrei. Ja, sehr gerne und guten Abend in die Runde. Zu einem Thema, das tatsächlich vor einem halben Jahr noch kaum ein Thema war. Wenn Sie sich selber erinnern, viele Kirchenvorstände waren beschäftigt mit den Fragen rund um die Umsetzung der Landesstellenplanung. Wie kriegen wir nach Corona unser Gemeindeleben wieder an den Start? Und dann kam das Thema Pfarreibildung auf. Und da wurde viel gearbeitet und gehirnt und dann kam irgendwann die Frage, ja, wie soll denn Gemeindeleitung passieren in der Pfarrei? Und wie Veronika Zieske gesagt hat, es geht jetzt nicht darum, eine Richtung vorzugeben, Kirchenvorstände separat zu halten oder unbedingt einen gemeinsamen zu machen. Aber das Thema hat doch eine gewisse Dynamik bekommen. Die Herbstsynode hat mit dem Kirchengemeindestrukturgesetz Impulse gesetzt und das eine oder andere daraus wird bei Ihnen schon angekommen sein. Und jetzt ist Dynamik im Thema. Wir merken das bei Anfragen aus Pfarrkonferenzen, Dekanatssynoden, Gemeinden und Kirchenvorständen. Aus den 20 Minuten versuche ich jetzt ein bisschen knapper mich zu halten, weil wir
ein bisschen hinten dran sind. Und wir haben ja zwei Zugangswege, einmal Theorie, und dann freue ich mich sehr, dass dann Ammerndorf, Großhabersdorf mit Martin Schott und Veronika Zieske dann auch die Praxissicht mit reinbringen. Ich teile meine Präsentation und beide Präsentationen werden Ihnen dann auch zur Verfügung gestellt werden. Dazu später mehr. Zwei Schwerpunkte heute. Wie funktioniert Gemeindeleitung in einer Pfarrei mit eigenem Kirchenvorstand oder gemeinsamem Kirchenvorstand? Und ganz kurz werde ich streifen das Thema, das auch mit dem Kirchengemeindestrukturgesetz nochmal Dynamik gewonnen hat, die Option, einen ehrenamtlichen ersten Vorsitz im Kirchenvorstand zu haben. Umsetzung, Sie sehen es oben, die nächste KV-Periode, also es ist schon auch Zeit, aber nachdem die Wahl am 20. Oktober 2024 sein wird, wenn zur nächsten Periode gemeinsamer Kirchenvorstand ansteht, dann ist jetzt die richtige Zeit, um sich da Gedanken zu machen, um dann, wenn die Beschlüsse anstehen und der Start für die Vorbereitung im Januar, Februar nächsten Jahres, dass sie da schon geklärt sind. Ich zeige Ihnen mal zuallererst ein Bild, das sagt mehr als 1000 Worte, erklären werde ich es später genauer. Klassisch, ich nehme jetzt mal das Beispiel mit drei Kirchengemeinden und drei Kirchenvorständen A, B und C. In der Region, in der Pfarrei würde das bedeuten, wenn zusammengearbeitet wird, dann braucht es irgendwo einen Ort, wo das Gemeinsame passieren soll. Ich habe das hier auf dem Bild mal Koordinationsgremium, das kleine rote in der Mitte, genannt. Im gemeinsamen Kirchenvorstand sehen Sie den gemeinsamen KV in der Mitte, der grüne Kreis. Ich habe den etwas größer gemacht. Dazu später mehr, weil tatsächlich die Größe auch nach oben anpassbar ist. Und in so einem gemeinsamen Kirchenvorstand gibt es dann eben auch Ausschüsse. Also Ortsausschüsse habe ich jetzt mal A, AB und AC, die runden Böbel außenrum genannt. Oder einen gemeinsamen Ausschuss, das Quadrat, oder eben auch Teams, die vor Ort arbeiten. Später dazu mehr. Aber jetzt haben Sie das Bild schon mal gesehen. Die rechtlichen Vorgaben, die sind ja zum 01.01.23 mit dem Kirchengemeindestrukturgesetz auch nochmal präzisiert worden. Da heißt es, und das ist neu, in einer Pfarrei soll ein Kirchenvorstand gebildet werden. Und Ausgangspunkt waren besonders kleinere Pfarreien. Die Not auch der Regionalbischöfinnen und Regionalbischöfe, dass sie Pfarrstellen mit mehreren Kirchengemeinden, kleinen Kirchengemeinden kaum mehr besetzt kriegen, weil die Gremienarbeit in 2, 3, 4 oder gar 5 Kirchenvorständen dann so viel Raum einnimmt und die Sehnsucht der Gemeinden, ihre Pfarrerin, ihren Pfarrer als Seelsorger und in der Gemeindearbeit zu haben, dann auch durch diese intensive Gremienarbeit gefährdet ist. Die andere Stellschraube ist, dass Pfarrer, Pfarrerinnen regelmäßig nur noch den Vorsitz in einem Kirchenvorstand übernehmen sollen. Und da ahnen Sie schon, dass das die Kehrseite der Medaille ist, dass der ehrenamtliche erste Vorsitz im Kirchenvorstand als Option gestärkt werden soll. Wichtige Vorbemerkung ist, wir reden heute nicht von Fusionen. Also in einer Pfarrei, das ist jetzt fast nochmal ein eigenes Thema, ich streife das nur kurz, bleiben die Kirchengemeinden als Körperschaften des öffentlichen Rechts unangetastet. Also Finanzen ist so ein Thema zum Beispiel, die Gebäude. Also das bleibt der Kirchengemeinde, wird nicht in einen Topf geschmissen. Dem Kirchenvorstand ist immer vorbehalten, egal ob getrennter oder gemeinsamer Kirchenvorstand, die Haushalte der Kirchengemeinden, die Jahresrechnungen, Verwendung des Kirchgelds, der Stellenplan, Gebietsänderungen und die Regelung des Vorsitzes. Ein wichtiger Hinweis ist, manche Kirchenvorstände arbeiten auch jetzt schon mit einer Geschäftsordnung, in der Details geregelt sind, nachdem oft eine Sorge ist, dass die Kleineren von den Größeren dominiert werden, ist es in einer Geschäftsordnung zum Beispiel möglich, ein sogenanntes Vetorecht einzubauen, also dass nicht die
Mitglieder des Kirchenvorstands zum Beispiel in Abwesenheit oder gegen die Stimmen aus Adorf beispielsweise Beschlüsse fassen. Also ist ein gewisser Minderheitenschutz möglich. Und in der Geschäftsordnung für die Dinge, die eh immer gemeinsam gemacht werden oder zum Beispiel eine gemeinsame Pfarramtssekretärin oder Sekretär, da wird ein Finanzierungsschlüssel, der eben anteilige Kostenverteilung bedeutet, festgelegt für gemeinsame Aktivitäten. Und dann gehören natürlich, wenn man das möchte, Ausschüsse dazu für örtliche Themen oder eben andere Themen beratend oder beschließend. Was wenige wissen, vor ein paar Jahren hieß es noch, wer kooperiert, ist am Ende der Dumme finanziell. Da hat die Landessynode und Landeskirchenamt eine kleine Korrektur eingebaut. Es gibt für den gemeinsamen Kirchenvorstand in der Pfarrei 5 Kooperationspunkte. Das ist in der Finanzausgleichsverordnung geregelt. Und Alexander Esser im Landeskirchenamt ist da der Ansprechpartner. Im Moment sind es 167 Euro pro Punkt. Also für kleine Gemeinden macht es dann schon auch einen Unterschied. Wichtig sind Prüffragen. Also um rauszufinden, passt gemeinsamer Kirchenvorstand für uns oder getrennte Kirchenvorstände. Es braucht eben diesen Ort, an dem das Gemeinsame besprochen und entschieden wird. Und an diesem Ort sollte möglich über Zukunft und Entwicklung nachgedacht werden. Also das, was bewegt und Gemeinde- und Kirchenentwicklung austragen soll, braucht einen gemeinsamen Ort. Manche ahnen vielleicht auch, dass die Änderungen jetzt in unserer kirchlichen Landschaft nicht die letzten sein werden, sondern dass es vielleicht in 5 oder 10 Jahren nochmal deutlich heftiger sein wird. Und da ist es eine Überlegung, ob man nicht Entwicklungen auch schon mal proaktiv vorwegnimmt und schon mal jetzt sich zukunftsfähig aufstellt. Großes Thema, wie ist Zeitaufwand für Gremienarbeit, sowohl für Pfarrer, Pfarrerinnen oder andere Hauptamtliche und für die Ehrenamtlichen? Und wo kann Entlastung passieren? Und eine Frage, die mir häufig begegnet, ja, wenn wir einen gemeinsamen Kirchenvorstand machen, dann sind wir viel weniger im Kirchenvorstand und dann brechen uns ja wichtige Ehrenamtliche weg. Dazu sind 2 Überlegungen, einmal den Kirchenvorstand größer zu machen und darüber nachzudenken, von der Haltung her, ob qualifiziertes, hoch engagiertes Engagement auch nicht außerhalb des Kirchenvorstands denkbar ist, sei das in Ausschüssen, wo vielleicht manche sehr gerne projektbezogen und auf Zeit mitarbeiten, die jetzt nicht unbedingt für 6 Jahre im KV dabei sein wollten, oder auch andere, die, wie Johannes Bernpohl, der Jurist im Landeskirchenamt sagt, auch welche, die nicht den Sheriffstern Kirchenvorsteherin oder Kirchenvorsteher tragen, trotzdem sehr gerne sich engagieren. Also das ist eine Haltungsfrage. Und dann natürlich sich ehrlich machen, finden wir die passenden Leute für die nächsten Wahlen. Letztlich geht es darum, arbeitsfähig zu sein und auch für die nächsten 6 Jahre Ersatzleute zu haben und Menschen, die in Ausschüssen mitarbeiten, dass es also nicht zu eng auf Kante genäht ist mit den Engagierten in der Gemeindeleitung. Jetzt zu den Bildern nochmal. Schauen wir uns mal die klassische Konstellation an, 3 Kirchenvorstände in einer Pfarrei oder in einer regionalen Kooperation. Wie könnte dieses Kooperationsgremium, dieser orangene Böbel in der Mitte gestaltet sein? Es kann eine leichte Variante sein als runder Tisch aus 3 beratenden Ausschüssen, die wiederum die Schleife über ihren eigenen Kirchenvorstand drehen müssen, nämlich Beschlussvorlagen für die 3 Kirchenvorstände erstellen, die letztlich immer diejenigen sind, die die Beschlüsse dann auch fassen müssen. Also eher ein Kommunikationsgremium.
Die nächsten beiden Varianten können dann in Richtung Beschlussfähigkeit noch stärker ausgestattet werden. Einmal als die Form einer Arbeitsgemeinschaft aus letztlich drei beschließenden Ausschüssen, die dann entweder einstimmig beschließen müssen oder die drei Ausschüsse die Voraussetzungen mitbringen, dass sie mehrheitlich beschließen können. Das ist jetzt eine Feinheit, die man an anderer Stelle nochmal detaillierter besprechen müsste. Das würde heute den Rahmen sprengen. Die maximale Ausstattung dieses Koordinierungsgremiums wäre als Zweckverbandsvorstand Körperschaft öffentlichen, kirchlichen Rechts mit einer Satzung, wo tatsächlich auch Mehrheitsentscheidungen passieren. Es bedeutet allerdings, die Kirchenvorstände bleiben bestehen, aber man zieht sozusagen noch eine Ebene drüber ein. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie verhält sich dieses Gremium, das Koordinierungsgremium oder Kooperationsausschuss, zu den Kirchenvorständen vor Ort. Also da braucht es eine gute Klärung, um da nicht auch schon von vornherein auch so unklare Machtfragen mit reinzubauen. Der gemeinsame Kirchenvorstand ist dann etwas klarer. Die Größe kann angepasst werden. Ich werde gleich noch mal eine Tabelle zeigen. Die klassischen Größen 6, 8, 10, 12 oder 15, die können auch plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, je nachdem, wie groß die beteiligten Gemeinden sind, auch nach oben gesetzt werden, um eben auch mehr Leute in diesem gemeinsamen Kirchenvorstand zu haben. Die einfach zu addieren, also 3 mal 8 oder so, das würde allerdings den Rahmen sprengen. Es muss ja arbeitsfähig auch bleiben. Im gemeinsamen Kirchenvorstand würden dann Ausschüsse gebildet werden für gemeinsame Themen, also Gottesdienst ist da oft ganz vorne, also nicht nur die Zeiten, sondern auch dass die Angebote, die verschiedenen Konfirmandenarbeit wird häufig gemeinsam gemacht in der Pfarrei oder Öffentlichkeitsarbeit oder eben die Zukunftsthemen für die Region. Vor Ort sind es dann oft Dinge, die um Bauunterhalt gehen, die Trägerschaft für eine Einrichtung, Kindertagesstätte, die eben nur an dem einen Ort ist, das örtliche Personal, die Begleitung der Ehrenamtlichen oder eben alles, was speziell die Gemeinde betrifft. Es muss auch nicht alles in einem Ausschuss passieren, sondern es sind oft auch einfach Teams vor Ort. Ich denke jetzt da zum Beispiel an Kindergottesdienst oder Ähnliches. Praktisch ist es so, dass, ich habe es vorhin gesagt, gemeinsamer KV bisher kaum eine Rolle gespielt hat. Bei der letzten Wahl waren es 75 Kirchengemeinden. Davon haben 30 ein Duo gebildet und 5 ein Trio. Bis Januar sollte klar sein, wie es bei Ihnen weitergeht. Dann wird der gemeinsame Vertrauensausschuss gebildet, der dann die Wahl vorbereitet. Und hier Stichwort qualifizierte Stimmbezirke, die stellen sicher, dass die in dem Fall drei Gemeinden adäquat mit Sitzen auch abgebildet werden. Die Anpassung eben nach oben der Mitgliederzahl ist möglich, dass es am Ende eben nicht 8, 10 oder 12 stehen, sondern eben eine passende Zahl von Mitgliedern und die gemeinsamen Themen dann eben gespielt werden, genannt habe ich es, Gottesdienst, Öffentlichkeitsarbeit und die örtlichen Themen, Gemeindeleben, Ehrenamt, Gebäude, Fundraising, möglicherweise Trägerschaften und Personal. Die weichen Themen, Vertrauen und dazu dient, sich wahrnehmen, austauschen. Da werden Sie sicher aus Ammerndorf, Großhabersdorf noch einiges hören. Gemeinsames Projekt zu stemmen, gemeinsam zu feiern, gemeinsam in KV-Klausur zu gehen, gemeinsame Tagung zu haben. Auch zuzulassen, dass es Widerspruch gibt, das hilft und klärt manches. Und die Themen kommen dabei auf den Tisch. Was ist mit unserer Identität? Werden wir dominiert? Und da soll Vertrauen wachsen, auch durch das Vetorecht in der Geschäftsordnung. Beteiligung wird gestärkt, wenn der KV nicht zu klein wird.
qualifizierte Stimmbezirke. Und ganz zum Schluss die letzte Folie, die Varianten im Vorsitz, die jetzt auch nochmal Dynamik bekommen. Klassisch ist, der oder die mit der pfarramtlichen Geschäftsführung Beauftragte übernimmt den Vorsitz oder die Sprengelpfarrerin, aber eben Pfarrer in Zukunft nur noch in einem KV den Vorsitz. Da greifen jetzt die abweichenden Regelungen, ehrenamtlicher Vorsitz, manche auch mit Dreierpräsidium, auch ein Hauptamtlicher außerhalb des der Kirchengemeinde kann den Vorsitz übernehmen. Das ist bisher meines Wissens noch kaum praktiziert. Beteiligung Ehrenamtlicher soll auch dadurch gefördert werden. Gabenorientierung, also ich habe vorhin schon in der Runde geguckt, ich habe eine ehrenamtliche erste Vorsitzende gesehen, die Frau de Waal aus Erlangen und aus Würzburg-Rottenbauer, eine Vertrauensfrau, wo das kurz davor ist, auch den ersten Vorsitz ehrenamtlich zu machen. Und dazu hilft es klar zu unterscheiden, was Aufgabe des Vorsitzes ist und was Aufgabe der pfarramtlichen Geschäftsführung ist. Und damit, ja, mit dem Hinweis, stellvertretender Vorsitz muss immer gewählt werden, damit bin ich am Ende. Und Sie haben ganz bestimmt jetzt jede Menge Fragen, aber die können Sie natürlich stellen, aber vielleicht sparen Sie sich auch ein bisschen auf, weil Groß Habersdorf und Ammerndorf auch noch viele Antworten liefern wird. Und damit gebe ich an dich, Michael. Ich würde gerne noch mal zwei, drei Fragen. Also wir können jetzt in der Tat nicht alle Fragen, die im Chat da waren, jetzt hier gleich beantworten. Ich verfolge es trotzdem mit. Zwei, drei Sachen würde ich dir gerne noch mal kurz zuspielen, Martin, bevor wir dann in die Praxis reingehen. Es waren noch mal Fragen nach den beschließenden Ausschüssen, wie die besetzt werden. Das kannst du ganz kurz sagen. Die Hürde, einen beschließenden Ausschuss zu bilden, liegt bei mindestens die Hälfte der Mitglieder müssen stimmberechtigte Mitglieder des KV sein. Und wenn diese Hürde genommen ist, dann sind alle Mitglieder dieses Ausschusses stimmberechtigt. Also das ist zum Beispiel wichtig für einen Bau- oder Unterhaltsausschuss, der auch über ein Budget verfügt, dass die auch wirklich handlungsfähig sind. Bei anderen Ausschüssen ist es vielleicht gar nicht so zwingend notwendig, den beschließen zu haben, weil dann die Möglichkeit ist, auch noch stärker externe und ehrenamtliche und auf Zeit Menschen in den Ausschuss, in die Mitarbeit mit reinzuholen. Dann hast du angesprochen, den Spielraum, die Kirchenvorstandszahlen zu erhöhen, also nicht nur zu senken, sondern auch zu erhöhen. Da ist nochmal die Frage nach dem Spielraum, den man da hat als Kirchengemeinde und die Frage, ob das analog, also wenn mehrere Gemeinden in einer Pfarrei sind, ob das dann analog angepasst werden muss in den einzelnen Stimmbezirken. Die zweite Frage zuerst. Also es macht natürlich Sinn, die Gemeinden adäquat abzubilden. Also wenn da drei aus der einen, vier aus der nächsten, fünf aus der übernächsten Gemeinde dabei sind, dass das ungefähr der Gemeindegröße entspricht. Tendenziell würde ich sagen, die kleineren auf keinen Fall schlechter als analog ihrer Gemeindegröße zu beteiligen. Der Antrag dazu geht an den Dekanatsausschuss. Wir haben ein Beispiel von einem städtischen gemeinsamen Kirchenvorstand. Die haben tatsächlich die bisherige Zahl der beiden KVs addiert. Das gab dann einen Riesenkirchenvorstand mit über 20 stimmberechtigten Mitgliedern. Das war jetzt eher ein Modell auf Zeit. Also die machen das jetzt auch kleiner. Aber es gibt keine Vorgabe, also was Sinn macht und passt für die Beteiligten, sollte beim Dekanatsausschuss beantragt werden und die finden das bestimmt gut. Auch noch zu dem Themenkreis die Frage, wie wird die Anzahl der Kandidaten in den qualifizierten Stimmbezirken ermittelt? Also grundsätzlich gilt ja mindestens die zwei- bis dreifache Zahl der zu Wählenden als Vorgabe. Bei den letzten Wahlen haben viele den Antrag gestellt, auf die eineinhalbfache Zahl runterzugehen. Die Dekanatsausschüsse werden sich diesmal vielleicht möglicherweise überlegen, wird man da so großzügig sein, die Zahl runterzufahren.
wenn es doch auch andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel den gemeinsamen Kirchenvorstand, das ist dann eher eine Entscheidung vor Ort, eine strategische Entscheidung. Aber die erforderliche Zahl müsste auch für einen geschützten Stimmbezirk zur Verfügung stehen. Also man kann nicht sagen, Gemeinde A hat 2 Sitze garantiert und dann auch nur 2 Kandidaten aufstellen. Also es muss immer eine Wahl geben. Ja, vielen Dank an der Stelle. Wenn Ihre Fragen zum Teil noch nicht beantwortet sind, merken Sie sich nochmal. Jetzt kommt der Praxisteil und danach haben wir nochmal die Möglichkeit, in Fragen reinzugehen. Und damit gebe ich weiter an den Martin Schott. Ja, guten Abend auch von mir nochmal. Wir befinden uns im Dekanat Fürth, der äußersten westlichen Grenze von Fürth, an der Grenze zum Dekanat Ansbach. Dort bin ich momentan Pfarrer in der Pfarrei Großhabersdorf. Da haben wir schon momentan schon so ein Mischmodell. Wir sind mehrere Dörfer mit insgesamt 4 Kirchengebäuden. Pfarrei Großhabersdorf und 3 Kirchengemeinden in dieser Pfarrei: Unterschlauersbach, Großhabersdorf und Finsens im Bronn und momentan auch mit 3 Kirchenvorständen. Direkt in der Nachbarschaft liegt Ammerndorf, eine Kirchengemeinde momentan. Man sieht hier nochmal, wie sich die Größenverhältnisse verteilen. Also Großhabersdorf ist mit 2000 Gemeindemitgliedern mit Abstand das größte Kirchengemeinde. Ammerndorf hat 1000. Und dann gibt es noch die 2 sehr kleinen Kirchengemeinden Unterschlauersbach und Finsensenbronn. Ja, der Ausgangspunkt, dass wir uns über die Pfarreifrage unterhalten haben und damit beschäftigt haben, war ja die Landesstellenplanung und die Ansage vom Dekanat, Dekanatsausschuss, dass mit der nächsten Landesstellenplanung die Großhabersdorfer Pfarrstellen um eine halbe Stelle gekürzt werden. Lange Zeit hatten wir in Großhabersdorf in der Pfarrei 2 Pfarrstellen. Bei der letzten Landesstellenplanung wurde es schon auf 1,5 Stellen reduziert. In Ammerndorf gab es 1 Pfarrstelle, also dass wir bisher 2,5 Pfarrer in der Gesamtregion waren. Und jetzt mit der momentanen Landesstellenplanung soll Großhabersdorf nochmal auf 1 Stelle reduziert werden. Wenn man jetzt schon sieht, Großhabersdorf 1 Pfarrstelle, Ammerndorf 1 Pfarrstelle, dann merkt man, dass das von der Größenordnung nicht ganz hinhaut, weil Großhabersdorf deutlich größer ist. Diese Reduzierung war schon mit dem Vorschlag des Dekanatsausschusses verbunden, doch mit Ammerndorf noch stärker zusammenzuarbeiten als bisher. Denn wenn man Ammerndorf und Großhabersdorf zusammenrechnet, hätte man halt ungefähr so viele Gemeindemitglieder, wie die eben ja 2 Pfarrstellen rechtfertigen würden. Ja. Genau. Genau, jetzt bitte ich dich einfach noch ein bisschen was zu dem Vorfeld zu sagen und dann. Genau. Also unter uns Hauptamtlichen war dann schon klar, es werden jetzt dann ab 2024 2 Stellen sein, also Kürzung um eine halbe Stelle, weil die Frage nochmal kam. Für uns war dann klar, wir wollen auf jeden Fall Richtung Pfarrei denken, denn die Pfarrei hat den Vorteil, dass die Pfarrstellen quasi der Gesamtpfarrei zugeordnet sind und nicht den einzelnen Kirchengemeinden. Wenn wir jetzt einfach überlegt hätten, wie wir zwischen den unterschiedlichen Kirchengemeinden kooperieren, dann hätten wir Kooperationsverträge und das war uns zu umständlich und dann gab es erstmal so ein bisschen Kennenlernen beim gemeinsamen Grillen mit den unterschiedlichen Kirchenvorständen. Wir haben mit Hilfe der Kirchenvorstandsfachberatung von der AfG damals auch schon erstes moderiertes Treffen gehabt, wo wir versucht haben, so ein bisschen die unterschiedlichen Themen, die auf uns zukommen, zu sortieren. Wo können wir zusammenarbeiten? Öffentlichkeitsarbeit, Konfiarbeit, Gottesdienstplan. Und dann hat sich so eben als ein großes Paket das Thema Gemeindeleitung, Gemeindestruktur, Pfarreibildung, Kirchenvorstandsarbeit herausgebildet. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht alleine moderieren und diskutieren. Da brauchen wir und wollen wir Hilfe von außen und haben uns dann an die Gemeindeakademie gewendet. Und dann kam die Veronika mit ins Spiel und deswegen gebe ich jetzt wieder an dich.
Genau. Und das Erste, was wir gemacht haben zusammen in dieser Beratung, war, dass wir eine Projektgruppe, die hat dann den Namen Planungsgruppe bekommen, eingerichtet haben, die also mit Mitgliedern aus den Kirchengemeinden bestückt war. Und das waren vor allem die Vertrauensleute. Und das Wichtige an diesen Planungsgruppen ist, dass die also keine Vorentscheidungen treffen, sondern dass die wirklich so eine Art Vordenkgruppe sind und auch immer schon eine arbeitsfähige kleine Gruppe, die immer schon überlegt, was ist denn der nächste gute Schritt, weil man, um arbeitsfähig zu sein in so einem Prozess, einfach irgendwie so eine Gruppe braucht, die da auch schon mal gut miteinander denken kann. Und es ist natürlich wichtig, dass da alle beteiligten Kirchengemeinden dann auch da drinnen sind. Also das war sozusagen der Schritt eins, diese Gruppe zu bilden. Und die hatte dann auch sehr bald die Aufgabe, sich zu orientieren in dem Feld, was der Martin Simon gerade vorhin aufgemacht hat. Also was wollen wir denn? Wollen wir eine Pfarrei mit 4 Kirchenvorständen oder wollen wir eine Pfarrei mit dem gemeinsamen Kirchenvorstand? Die Vereinigung der Kirchengemeinden hat diese Planungsgruppe von vornherein eigentlich ausgeschlossen, weil sie gesagt haben, also das kommt für uns jetzt überhaupt nicht in Frage. Aber wie das gelaufen ist, also mit der Meinungsbildung dazu, gebe ich jetzt gleich nochmal an den Martin. Genau, dafür wäre es vielleicht hilfreich, wenn wir mal eine Folie vorspringen, um dann später wieder zurückzuspringen. Genau, also es geht dann verhältnismäßig bald darum, also das ist vielleicht an der Stelle nochmal wichtig, dass es auch immer eine ganz gezielte Arbeit der Hauptamtlichen braucht. Also es braucht nicht nur diese Planungsgruppe, sondern die Hauptamtlichen, das war vor allem bei uns jetzt der Martin Schott, der also einfach aufgrund seiner Kenntnis der Strukturen immer schon mal so ein bisschen einen Schritt weiter gedacht haben, wie kann das jetzt praktisch aussehen, und von daher also irgendwie mal so ein erstes Modell da aufgemacht hat. Und das ist jetzt das, dass du, also man diese zwei Modelle mal schon mal sagst, die da entstanden sind. Ich klicke das mal so ein bisschen an. Das ist jetzt sozusagen das Modell 4 Kirchengemeinden und du erklärst parallel dazu, wie sich das jetzt so aufbaut. Genau, also in der Planungsgruppe waren außer den Hauptamtlichen im Wesentlichen die Vertrauensleute aus den KVs. Wir haben ein erstes Modell mal erarbeitet, eher konservativ, ja, wo wir sagen, wir erhalten die Strukturen, wie sie sind, möglichst, ja. Nämlich die 4 Kirchengemeinden sowieso, aber auch 4 Kirchenvorstände, die jetzt hier mal aufgezählt sind mit den Mitgliedszahlen, wie wir sie bisher auch haben. Großhabersdorf mit 10 KVs, Ammerndorf mit 8 und dann die 2 kleinen Kirchengemeinden mit jeweils 4 KVs. Das ist letztendlich auch der Ist-Stand jetzt. Du kannst gerne mal weiterklicken, genau. Genau, mit dem Unterschied natürlich zu bisher, dass wir weniger Pfarrpersonen sind und uns dann die Aufgaben in der Region irgendwie nach Sprengeln aufteilen müssten. Großhabersdorf ist die größte Kirchengemeinde, die würde ich weiter betreuen, und meine Kollegin, die bisher nur für Ammerndorf zuständig war, die beiden kleinen Kirchengemeinden mit übernehmen. Genau, Kooperation wäre dann punktuell denkbar, gab es bisher schon auch, dass man mal zu bestimmten Themen einen gemeinsamen KV-Tag hatte, Dienstbesprechungen zwischen den Kollegen sowieso, dass man den Gottesdienstplan und die Vertretungen abspricht und so manche Veranstaltungen gemeinsam macht, vielleicht auch in Richtung gemeinsame Konfi-Arbeit denkt. Aber im Großen und Ganzen wäre es so, wir als Pfarrer, Pfarrerinnen würden uns die Arbeit in dieser Gesamtpfarrei aufteilen, aber letztendlich denkt man, ja, in einzelnen Säulen, Kirchengemeinden, Kirchtürmen, und die einzelnen KVs bleiben unangetastet. Genau, dann mache ich mal weiter. Also das ist jetzt sozusagen das zweite Modell. Genau, und das zweite Modell, man muss sagen, wir waren von vornherein gerade unter den Hauptamtlichen, auch den Vertrauensleuten, schon dem zweiten Modell zugeneigt, nämlich einen gemeinsamen Kirchenvorstand auch gleich zu bilden. Der Grund dafür waren auch Erfahrungen, die sich so jetzt im Vollzug des ganzen Prozesses schon eingestellt haben. Nämlich, dass
die Kooperation, die Zusammenarbeit eigentlich nur auf der Ebene der Pfarrpersonen erfolgen würde, wenn wir weiter 4 verschiedene Leitungsgremien hätten. Und in allen Bereichen, wo wir als Pfarrer schon versucht haben, was gemeinsam zu machen, ergab sich dann immer die Situation, okay, meine Kollegin sagt, ich gehe mit unserer Idee in unseren Kirchenvorstand, ja, und ich gehe in unsere Kirchenvorstände und dann können wir uns hinterher wieder zusammensetzen, ja, was hat dein Kirchenvorstand gesagt, was hat mein Kirchenvorstand gesagt, und es ist, war da einfach schon zu bemerken, dass es für uns sehr umständlich ist, kein gemeinsames Leitungsgremium zu haben, mit dem man Dinge, die alle angehen, auch gemeinsam besprechen kann. Deswegen Modell 2, der Versuch, mit einem Kirchenvorstand weiter zu denken, in dem dann natürlich auch alle Kirchengemeinden irgendwie proportional angemessen vertreten sein sollten. Über qualifizierte Stimmbezirke wurde ja vorhin schon mal erwähnt, sodass keine Kirchengemeinde am Ende außen vor ist. Bei unserer Größenordnung, ja, wir sind jetzt, was weiß ich, 3.500 Gemeindemitglieder insgesamt, wir haben im Kirchengesetz, ich glaube, 10 KVs vorgeschlagen. Wir hätten es jetzt hier schon ein bisschen erweitert, um es überhaupt abbilden zu können, und hätten 10 KVs aus den einzelnen Orten proportional ungefähr und 2 Berufene. Dann haben wir natürlich hypothetisch, denn wir haben es noch nicht erlebt, überlegt, was so ein gemeinsamer Kirchenvorstand denn besprechen könnte. Gottesdienstplan ist was, was alle angeht. Wie organisieren wir unsere Gottesdienste in den 5 Kirchen? Konfi-Arbeit, die wir gemeinsam organisieren wollten, könnte man besprechen. Und was auch rein rechtlich schon vorgeschrieben ist, Haushaltsplan und Jahresrechnung und Kirchgeld, das ist was in den gemeinsamen Kirchenvorstand gehört. Öffentlichkeitsarbeit, wir wollen gemeinsam einen Gemeindebrief machen, vielleicht auch Gruppen und Kreise ein bisschen abstimmen, damit es nicht Parallelveranstaltungen in den Nachbarorten gibt, sondern man sich gegenseitig auch ein bisschen ergänzt und zueinander einlädt. Klar war aber auch, dass ein Kirchenvorstand allein für alles nicht die Lösung sein kann. Denn was interessiert jetzt an einen Ammerndorfer, wenn irgendwie in der Kirchhofmauer in Unterschlauersbach ein Stein wegbricht? Also es gibt einfach auch Themen, die sprengen, die würden den gemeinsamen Rahmen einfach sprengen. Deswegen war klar, wenn ein gemeinsamer Kirchenvorstand, dann muss es auch Ortsausschüsse geben, die eben nur das besprechen, was für den jeweiligen Ort, für die jeweilige Kirchengemeinde relevant ist. Das könnte das gesellige Gemeindeleben vor Ort sein. Bei uns die Dorffeste, die Kervas, ja, das könnten kleinere Anschaffungen sein, wenn es um Werkzeuge geht, wenn es um Personal vor Ort geht, sprich den Mesner in der Kirche, die Friedhofsmitarbeiterin oder wie auch immer. Genau. Und die Ortsausschüsse hätten dann eben auch die Möglichkeit, dass man neben den gewählten KVs auch Leute berufen könnte, die sich gern engagieren würden für ihren Ort und die in diesem Ortsausschuss dann auch stimmberechtigt wären. Ja, also wenn Ortsausschüsse, war auch klar, dann sollen das beschließende Ortsausschüsse sein, sonst muss alles noch ein zweites Mal im Gesamtkirchenvorstand diskutiert werden. Genau, weiterhin könnte man darüber nachdenken, ob es auch generell Querschnittsthemen gibt, die man in Sachausschüssen besprechen könnte. Kita zum Beispiel ist bei uns ein ganz großes Thema. Wir haben auf dem Pfarreigebiet 5 Kindertagesstätten, auch mit dem gemeinsamen Geschäftsführer. Da legt es sich, das ist naheliegend, ja, dass man auch dort kooperiert und sich zusammenschließt. Möglicherweise auch bei Friedhofsthemen und bei manchen größeren Bauthemen. Und dann brauchst du natürlich noch eine ortsbezogene Arbeitsteilung der Pfarrer und Pfarrerinnen. Genau. Also diese beiden Modelle, die wurden mehr oder weniger einfach mal... Vielleicht noch eine letzte Sache. Wie neben der ortsbezogenen Sache könnten wir uns jetzt vorstellen, dass man eben in dem Modell jetzt auch noch viel mehr im Querschnitt auch bei den Hauptamtlichen arbeiten könnten. Dass man sagen, also was bringt es, wenn 2 Pfarrpersonen parallel in die Kitas gehen? Ne? Wenn ich jetzt in dem einen Ort in die Kita gehe, was vorbereitet habe, dann kann ich das im anderen Ort auch machen. Zum Beispiel, dass man Familienarbeit und Kitas auf eine Person bündelt. Genauso Seniorenarbeit und so weiter. Ne? Man sagt, wir brauchen nicht nebenher dieselben Sachen zweimal machen, sondern wir können Ressourcen sparen, wenn man da in die Fläche gehen und auch vielleicht auch ein bisschen gabenorientiert die Aufgaben aufteilen.
Nachdem der Martin Schott das wunderbar, diese beiden Modelle einfach mal so auch so visualisiert hat. Also das ist wirklich eine wichtige Aufgabe gewesen, dass man das mal so praktisch sieht, wie das denn ungefähr aussehen kann. Hat sich dann also die Planungsgruppe getroffen, diese zwei Modelle geprüft und sich für ein Modell ausgesprochen. Und das war auch immer ganz wichtig, dass diese Planungsgruppe sozusagen wirklich in ihrer Meinungsbildung da schon fortgeschritten war und mit einem Vorschlag dann in die Treffen der gemeinsamen Treffen der Kirchenvorstände hineingegangen ist. Also das war tatsächlich wichtig, dass diese Menschen, das sind ja auch die Vertrauensleute gewesen, da sozusagen schon mal im Vorfeld für sich geklärt haben, was für sie eine gute Lösung wäre, ohne dass sie das natürlich schon entschieden hätten. Aber es war wichtig für das Grundbild, mit dem die dann auch aufgetreten sind. Und dann hatte dieses erste gemeinsame Treffen der Kirchenvorstände also die wichtige Funktion, über diese zwei verschiedenen Modelle grundlegend zu informieren, auch über den Prozess, wie man zu einer Entscheidung kommt, zu informieren und dann in gemischten Gruppen. Also das ist was extrem Wichtiges, dass dann, wenn man in diesen gemeinsamen Kirchenvorständen zusammen ist, dann die Gruppen auch immer so mischt, dass also in Kleingruppen dann einfach mal vier Leute aus vier verschiedenen Gemeinden ihre jeweiligen Perspektiven zusammentragen können. Und die hatten dann die Aufgabe, die Wirkungen der Modelle zu überprüfen. Also die hatten dann die Aufgabe, mal zu sagen, was bedeutet denn das für die Pfarrer? Was bedeutet das für die einzelnen Kirchenvorsteher oder auch für die einzelnen Kirchenvorstände? Was bedeutet das für die Gemeinde? Also welche Wirkungen hat das eine Modell? Welche Wirkungen hat das andere Modell? Und am Ende dieses ersten gemeinsamen Treffens der Kirchenvorstände stand eine erste Tendenzabfrage, wo es mal drum gegangen ist, wo stehe ich denn jetzt? Bin ich jetzt schon Richtung mehr gemeinsamer Kirchenvorstand oder bin ich mehr in Richtung noch vier Kirchenvorstände? Und da war das Ergebnis, dass man die meisten Kirchenvorstände gesagt haben, ja, vom Kopf her ist es eigentlich klar, das macht Sinn, in Richtung gemeinsamer Kirchenvorstand zu gehen, aber bei uns sind echt noch Bauchschmerzen da. Wir fangen gerade an, uns vorzustellen, was das für uns gemütlichen kleinen Kirchenvorstand bedeutet, wenn wir jetzt in so ein großes Gremium reinkommen. Und da hat man wirklich gemerkt, also das geht jetzt nicht so schnell. Und der Wunsch war ganz gezielt da, passt dieses Modell nochmal an der einen oder anderen Stelle an und konkretisiert es nochmal ein bisschen mehr, damit wir uns überhaupt vorstellen können, damit zu gehen. Und das war dann faktisch der wichtige Schritt, den es gebraucht hat, damit wir in den Prozess weitergekommen sind. Deswegen, die Hauptamtlichen konkretisieren das KV-Modell und nehmen die Bedenken, die sie da gehört haben, in diesem ersten gemeinsamen KV-Treffen auf. Und es wurde wieder vorgeführt, wie das dann aussieht. Ich klicke das jetzt mal alles schon mal miteinander auf, weil es sich ja gar nicht so groß unterscheidet von dem, was wir jetzt eben hatten. Und du, Martin, erklärst, was jetzt da eigentlich das Entscheidende war, was verändert werden musste, damit die Kirchenvorstände sich dann auf einen weiteren Weg einlassen konnten. Also die Bedenken waren tatsächlich, also vor allem eher jetzt emotionaler Natur, sage ich mal, und weniger auf der Sachebene. Da hat es einfach nochmal einen Durchgang gebraucht. Das Modell sieht jetzt fast genauso aus, wie das, was wir vorher schon gesehen haben. Das Einzige, was wir geändert haben, wir haben gesagt, wir wollen sicherstellen, dass die auch die kleinen Gemeinden mit ihren Kirchen nicht untergehen und ausreichend repräsentiert sind. Das heißt, die haben gesagt, im ersten Modell hatten wir für die zwei kleinen Kirchengemeinden jeweils nur ein KV vorgesehen, ein Mitglied. Und das haben wir jetzt nochmal erhöht, haben gesagt, wir nehmen in Groß-Habersdorf, größten Kirchengemeinde 6, aus Ammerndorf 4 und aus den zwei kleinen Gemeinden jeweils 2 Leute, damit da auch klar ist, ja, die haben eigene Kirchengebäude, haben einen eigenen Friedhof, haben einen eigenen Haushalt, und haben Leute, die sich engagieren wollen, die sollen nicht das Gefühl bekommen, sie werden irgendwie unterbuttert. Und das war so das Hauptding, was wir in diesem zweiten Durchgang letztendlich nochmal ergänzt haben. Und außerdem noch ein paar offene Fragen einfach geklärt. Wie funktioniert das genau mit den Ortsausschüssen? Wie ist das auch rechtlich? Wie ist das mit dem gemeinsamen Pfarramt? Das war auch nochmal ein Thema, was mit reinkam, dass wir da die Außenstelle in Ammerndorf quasi
beibehalten, aber schon schauen, dass wir in der Verwaltung eben auch zusammenarbeiten und die Synergieeffekte nutzen, die sich dann damit bieten, ja, dass auch nicht in zwei Verämtern parallel dasselbe gemacht wird, sondern dass Geburtstagsbesuche, Kirchgeldbriefe oder was auch immer zentral organisiert werden, weil nur so spart man dann am Ende auch Ressourcen ein. Genau, ich gehe jetzt einfach durch die nächsten Sachen einfach verhältnismäßig flott durch. Also auch hier war es wieder so, nachdem das überarbeitete Modell da war, die Planungsgruppe hat sich das wieder zu eigen gemacht und ist mit diesem vorbereiteten Modell dann in den zweiten gemeinsamen Kirchenvorstandsabend hineingegangen. Und auch da war es jetzt wieder wichtig, wirklich zu informieren, in gemischten Gruppen die Meinungsbildung voranzutreiben, zu visualisieren am Ende, wo die jeweiligen Kirchenvorstände stehen und sich soweit schon festzulegen, dass sie sagen, welche Beschlüsse sie dann in ihren Einzel-KVs treffen. Also, weil es ja keinen Sinn hat, wenn die dann auseinandergehen und das, was sie miteinander gerade besprochen haben, dann in ihren eigenen Kirchenvorständen sozusagen wieder rückgängig machen. Also da hat es schon eine feste Meinungsbildung an der Stelle gegeben. Dann ging das so weit jetzt, Martin, da war ich dann nicht mehr dabei, die haben dann ihre Beschlüsse tatsächlich gefasst in den KVs und die Antragstellung beim Landeskirchenamt zur Pfarreibildung ist erfolgt. Und wir wollen Ihnen jetzt am Schluss mal nur noch mal so fast mehr, dass wir es Ihnen zeigen, als dass wir es Ihnen groß vorstellen, noch mal so ein paar Faktoren des Gelingens aufführen. Martin, führ du mal durch den ersten Block durch und ich dann noch durch den zweiten. Ja, also für manche Sachen können wir ganz einfach auch nichts. Wir haben zufällig zwei Leute, die 2020 jeweils neu auf den Pfarrstellen angefangen haben. Das heißt, wir waren noch nicht verliebt in irgendwelche Strukturen, die wir vielleicht selber mit geschaffen oder geprägt haben und hatten da beide einen recht unvoreingenommenen Blick auf die Sache. Und soll jetzt nicht zynisch klingen, aber auch, dass dann erstmal Corona kam, hat uns durchaus unterstützt, weil dann war sowieso alles, was bisher war, erst einmal gestoppt. Man musste alles neu machen und die Offenheit in ganz neue Richtungen zu denken, die war einfach da. Gut, das hast du noch geschrieben, ich konnte mir vorstellen, die Geschäftsführung, ja, also mag auch sein, dass unter uns von Anfang an dann klar war, meine Kollegin hat gesagt, sie legt keinen Wert drauf, irgendwie die Geschäftsführung für die Gesamtpfarrei mit zu übernehmen und ich irgendwie dann auch Freude hatte, mich mit einzuarbeiten, ja. Ein Hauptpunkt war einfach, wir hatten, dafür können wir jetzt auch nichts, unsere Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher haben wir so vorgefunden, dass wir ganz viele konstruktive Leute einfach hatten, die ganz pragmatisch denken, sich an der Sache orientiert haben und gesagt haben, es verändert sich gerade so viel und wir müssen schauen, dass wir unsere Arbeit und unsere Gemeinden für die Zukunft aufstellen. Und da gab es kein, och, das war schon immer so und es war früher immer so schön, sondern genau die Frage, was braucht es jetzt, wie können wir in Zukunft mit den veränderten Rahmenbedingungen sinnvoll weiterarbeiten. Und gleichzeitig gab es jetzt, das bezieht sich auf die größte Kirchengemeinde, auf Groß-Haberstorf, auch Empathie für die kleineren Gemeinden. Und klar, wir wollen niemanden da unterbuttern oder das Gefühl geben, wir übernehmen euch jetzt irgendwie von außen, sondern wir hören euch auch und wir wollen, dass ihr eure Stimme weiter habt. Parallel hat natürlich auch geholfen, dass wir als Pfarrerinnen und Pfarrer auch immer wieder Gespräche noch zu einzelnen Teilthemen mit den Vertrauensleuten geführt haben, sei es unter vier Augen oder in kleiner Runde, dass es so wenn ja, gruppendynamische Maßnahmen gab, mal ein gemeinsames Grillen und so weiter, ja, dass man sich auch als Mensch ein bisschen kennengelernt hat, merkt, wie die Leute so ticken und was so drinsteht, weil es war trotz allem auch, es klingt jetzt alles, als wäre das so glatt gelaufen, auch eine emotionale Angelegenheit, wo an vielen Stellen auch mal so das einfach rausgebrochen ist, ja, dass die Unzufriedenheit mit dem, was sich jetzt da tut und was sich ändert und die Angst auch vor dem, was kommt, ja, und am Ende auch die Bereitschaft für pragmatische Lösungen, also zum Beispiel, dass klar war, wir nennen uns jetzt nicht einfach nach der größten Gemeinde nach Groß-Haberstorf, sondern wir machen es jetzt einfach alphabetisch, Ammerndorf, Groß-Haberstorf, dann ist jeder mit drin und niemand hat Angst, irgendwie ausgelöscht zu werden. Genau, bei mir war das meiste, hatte ich jetzt vorhin schon gesagt, die Planungsgruppe als eine Vordenkgruppe, die mit gemeinsam erarbeiteten Vorschlägen auftritt. Immer wieder diese Kommunikation in gemischten Gruppen, also wo alle Kirchenvorstände mal die Meinungen der jeweilig anderen hören.
dann, dass eben die emotionale Seite, Ängste und Sorge, Platz brauchen und auch Zeit. Also das heißt, wenn man das macht, sollte man mindestens so 2 gemeinsame Treffen einplanen, wo dazwischen auch eine gewisse Zeit liegt, wo Menschen sich auch mal an den Gedanken gewöhnen können. Ganz wichtig ist dann immer wieder die Visualisierung der Tendenzen, also wo die Leute jetzt eigentlich stehen in ihrer bisherigen Meinungsbildung über Aufstellungen. Also Aufstellungen meint, dass man sich mal, dass man mal zeigt, auf welchem, wie nah bin ich dem einen Vorschlag oder dem anderen, und dass man da auch nochmal gezielt nachfragen kann, warum stehen Sie denn da, was geht Ihnen durch den Kopf, was brauchen Sie, um weiterzukommen in Richtung gemeinsamer Kirchenvorstand, damit wirklich die Dinge zur Sprache kommen. Und wichtig war, dass der Gesamtprozess in Häppchen aufgeteilt wurde. Also, dass die anderen Sachen, die ja auch alle parallel liefen, wie gemeinsame Gottesdienstplanung, wie gemeinsame Konfi-Arbeit, gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit, dass die also immer so als eigene kleine Arbeitspakete weiter betrieben wurden und dass man da schon umgesetzt hat, was möglich war, weil das insgesamt einfach das Gefühl gegeben hat, wir sind unterwegs, es tut sich was, wir kommen voran. Soweit zu dem, was wir Ihnen da aus der Praxis vorstellen wollten. Letzter Satz: Zusammenarbeit entsteht durch Zusammenarbeit. Jetzt war hier gerade noch eine Frage im Chat, die ging allerdings eher an den Martin Simon. Du hast sie schon beantwortet, aber ich glaube, es ist gut, wenn sie noch mal alle hören. Das war die Frage: Wie ist das mit der Taktung mit der Kirchenvorstandswahl verknüpft? Jetzt macht das Sinn, das auch während oder nach der KV-Wahl zu machen? Der Zeitpunkt, einen gemeinsamen Kirchenvorstand zu bilden, ist nicht zwingend an die Kirchenvorstandswahlen gekoppelt. Vom Prozess her ist es sinnvoll, weil eben auch die Vorbereitungen und die Menschen, die man gewinnen will, über Kandidatinnen und Kandidaten dann auch gemeinsam angegangen wird. Aber ein gemeinsamer Kirchenvorstand kann auch unter der Zeit gebildet werden, auf Antrag. Dann ist allerdings das Landeskirchenamt, die Abteilung mit im Boot, die auch diese Zusammensetzung des Kirchenvorstands dann gemeinsam mit den Beteiligten bespricht. Da läuft es dann eben nicht in der über die Wahl, wer am Ende dann im gemeinsamen KV ist, sondern es ist eine Frage der Absprache mit Johannes Bernpohl. Und dann ist noch eine Frage zur Zusammensetzung der Ortsausschüsse. Da wird an dich nochmal gehen, Martin. Wie habt ihr das, also Martin Schott vielleicht erstmal, wie habt ihr das organisiert mit der Größe der Ortsausschüsse? Und dann vielleicht von dir, Martin Simon, den Hintergrund dazu nochmal. Ja, ich meine, letztendlich handelt es sich da jetzt auch erstmal so um Zukunftsmusik, weil die Ortsausschüsse, die muss dann ein künftiger Kirchenvorstand berufen und sich vielleicht auch nach dem orientieren, was auch für Leute da sind, die sich engagieren wollen. Wir haben uns jetzt erstmal so ein bisschen an dem orientiert, was wir bisher für engagierte Leute in den Kirchenvorständen vor Ort haben. Und gesagt haben, wir sollen auch wieder die Möglichkeit haben, mitzureden. Und haben aber gleichzeitig gesagt, also wir wollen eben beschließende Ortsausschüsse. Und deswegen, wenn alle Leute stimmberechtigt sein müssen, dann muss ja mindestens die Hälfte der Personen, müssen gewählte Mitglieder des KV sein. Und da war jetzt so, gerade mit Blick auf die kleinen Gemeinden, so ein 2+2, was uns realistisch erschien. Ja, herzlichen Dank an der Stelle für Ihr Interesse und herzlichen Dank vor allem nochmal an dich, Martin Schott, für das Praxisbeispiel. Davon lebt diese digitale Reihe, dass wir uns nicht nur in der Theorie bewegen, sondern dass wir uns ganz genau anschauen können, wo hat das schon wie funktioniert und welche Stolpersteine haben sich ergeben, damit man mal sieht, wie läuft es in echt. Herzlichen Dank für dieses Beispiel. Martin, bist du derjenige, der die letzten wichtigen Dinge sagt schon, oder? Ja, genau. Würde ich genau machen, ja. Das erste ist nämlich das Padlet und der Link, also der beginnt mit Themen, Wünsche, Anregungen. Wenn Sie da drauf klicken, werden Sie sehen, dass einmal meine Präsentation, aber auch gerade eben nachgefragt, diese Grundaufgaben, Vorsitz und pfarramtliche Geschäftsführung, diese PDFs habe ich da schon mal reingestellt. Also da haben Sie dann die Möglichkeit, sich das runterzuladen mit diesem Link. Also hier 8.3. Unser Termin heute, sammelt sich da das Material. Und wenn Sie nach rechts gehen, haben wir eine Spalte Themenwünsche für weitere Treffen. Veronika Zieske hat ja schon gesagt, es sind monatlich weitere Termine geplant und da können Sie auch gerne
ihres dann dazu beisteuern. Die weiteren Links suchen Sie einfach auf. Also im April die Veranstaltung in Augsburg zur lokalen Kirchenentwicklung. Dann, wer an Sozialraumorientierung, an ganz praktischen Tools interessiert ist, haben Sie einen Link hier. Und auch noch eine Einladung zu Ehrenamt Kontrovers nächste Woche zum Thema, auch ganz innovativ im Ehrenamt, wenn jetzt schon Diakoninnen und Rallypads bei Kasualien beteiligt sind. Wie wäre das mit dem nächsten Schritt, wenn Prädikantinnen, die das möchten, da auch fortgebildet werden und die Möglichkeit bekommen? Also wichtig ist nochmal der eine Hinweis, wir haben ein Thema geändert. Wir hatten ursprünglich am 19. April das Thema, was sind die weichen Faktoren? Sie sehen das jetzt, das hat sich geändert. Wir nehmen da das Thema Gottesdienstlandschaft rein. Wir machen in vielen Beratungen die Erfahrung, dass das mit was ist, was als allererstes ein Thema wird. Wie können wir gut gemeinsam Gottesdienste planen und gestalten? Nicht nur in der Kirchengemeinde, sondern wirklich gemeinsam in der Region. Da schauen wir uns am Beispiel der Schweinfurter Gemeinden das an. Die haben da jetzt einen langen Prozess schon hinter sich und können da einiges erzählen, wie das da gelungen ist, gemeinsam in die Gottesdienstplanung reinzugehen. Genau, wer sich da Zeit nehmen kann, das ist ein ganzer Tag in Augsburg. Da finden Sie den Link auch, auch den Anmeldelink auch in dem Padlet. Das ist so ein Schlagwort, die regiolokale Kirchenentwicklung, meint aber im Prinzip genau das, um was es jetzt heute Abend auch gegangen ist. Wie können Gemeinden gut miteinander arbeiten? Wir werden da einen Impulsvortrag hören, das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten. Das machen wir zusammen mit der Württembergischen Landeskirche. Also schauen auch da nochmal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Einen guten Abend an all den Orten, an denen Sie sind. Thank you.